Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und dem Beagle. Wir wollen zu Iris nach Hause. Wir haben jede Nebenquest bei ihr anscheinend fertig gemacht. Das triggert mich, dass ich genau die eine Nebenquest da oben nicht fertig gemacht bekommen habe. Naja. Hoppala. Der ist ja noch nicht mal bis zum Haus gekommen. Gut. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Ich glaube, weder Reno noch Root sind schlechte Menschen, aber sei es drum. Nimm's mir nicht übel. Oh, entschuldige, ich dachte, ich muss jetzt kämpfen. Ein Tag, wie er im Buche steht. Oh? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich, ja. Ich hasse Gewalt! Bleib zurück! Au! Doch nicht auf Iris, du Idiot! Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Das kann ich nicht. Verdammt! Oh. Es wird kalt! Fluch damit! Bringen wir es hinter uns! Gestatten! Nicht schlecht! Ist das so? Lässt du uns jetzt in Ruhe? Der hat sogar eine Ersatzsonnenbrille dabei! Nein. Ich fange jetzt erst richtig an! Okay. Gibst du jetzt auf? Nein, hab meine Befehle. Könntest den Job wechseln. Es funktioniert nicht. Und tschüss! Siehst du? Laut ist stark. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätz mich nicht. Ich hab genug. Nee. Und weiter. Dass ich dem nie ausweichen Wolltest kann. Wolltest du nicht deinen Partner rächen? Bisschen traurig. Ja. Bin noch dabei. Okay. Mal suchen wir's mal. Jetzt wird abgerechnet. Ich dachte, du hast Gewalt. Bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Wie die alle das immer als irgendeinen Klingelton haben oder singen. Hey, Ruth! Sorry aber, für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen. Die Sache kann nicht warten. No! Ja. Also beweg dich sofort hierher! Verstanden. Ich muss sofort zurück nach Sektor 7. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Oh. Oh. Ich würde gerne wissen, was sie mit Shinra zu tun hat. Wir müssen dringend nach nach Sektor 7. Ich habe das Gefühl, meine Freunde sind in Schwierigkeiten. Ich entferne mich.
Nee, ich entferne mich nicht. Es wirkt nur so, als würde ich mich entfernen. Warte hier! Oder komm einfach mit. Du bist so strange, ne? Da oben liegt was. Wie komme ich da hin? Er will nicht schneller. Er will einfach nicht schneller gehen. Die Kämpfe können hier schon ganz schön, die können hier ganz schön zwischenzeitlich, muss ich sagen. Oh. Redest du mit den Blues? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Weißt du doch gar nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Weil sie am Kaputtgehen sind? Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Er checkt's nicht. Alle Mädels stehen auf ihn, aber er checkt's einfach nicht. Ich sagte... Nun antwortet ihr schon. Das war geil! Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Oh, Cloud. Ja, das haben wir. Langsam mausert Cloud sich zu jemandem, wo ich sage, mein Gott, bist du ein Süßer. Weil er irgendwie, obwohl er total das Trampeltier ist, immer wieder versucht, doch empathisch zu sein. Und das macht er auf so niedliche Art und Weise, dass man sich denkt, oh. Du willst schon zurück? Ja, wir haben nichts mehr über. Ja, ich hab genug. Wo seid ihr gewesen? Oh. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. So, dein liebes Mädchen einfach nur. Diese Augen. Sind Sie Soldat? War. Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Wie arschig die Mutter ist.
Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Allen. Nicht wirklich. Er sieht's nur nicht. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Oh. Oder eine Kindheitsfreundin. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Oh, das ist so mies von der Mutter. Einfach nur mies. Naja. Wenigstens hat er ein bisschen Schlaf gehabt. Stiehl dich heimlich aus dem Haus davon und das. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Ah, okay. Wo willst du hin? Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich hier nach Hause. Ich hab noch nicht mal was gesehen. Ist gut. Jetzt nochmal oder warte ich wirklich bis zum Morgen? Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Ich hab das noch nicht mal gesehen, Leute. Wo war das denn vor mir? Okay, nochmal. Wo? Ich bewege mich jetzt. Da ist ein Eimer. Mies. Vor allen Dingen, Alter, schläft die nicht? Vor allen Dingen, gerade eben war hier noch nicht so viel, als dass ich hier Sorge haben müsste. Gehen Sie endlich? Ja, meine Wie Güte. Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Du Hexe. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Du Hexe. Natürlich. Danke. Diese Hexe, ey. Naja, was soll's. Ich glaube nicht, dass Iris so begeistert ist, dass ihre Mutter da so übergriffig gehandelt hat. Nee, warte mal. Ich finde den Weg einfach nicht. Das sollte ja wohl kein Thema sein. Ist auch nur 200 Meter von uns entfernt. Okay, mal sehen. Ach, der Blumenlieferant. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie den Kindern geholfen haben. Sie reden nur noch über den Soldaten, der sie gerettet hat. Ex-Soldat. Sagen Sie Aris doch auch Danke von mir. Okay. Leider sehe ich Aris wohl nicht mehr wieder. Muss ich da hin? Ich gehe quasi einfach geradeaus, bis ich nirgendwo anders mehr hingehen kann. Gut, das ist einfach. Oder? Ist nicht einfach. Na gut, geht aber auch. Jetzt gehe ich, glaube ich, im Kreis. Ich habe das neue weiße Schokobon gleich ausprobiert. Treppe runter. Jetzt hier lang. Hier. Ich glaube, ich bin richtig. Yes, bin ich. War ich hier schon mal in der Ecke? I'm not sure. Ich glaube nicht. Die sind wie ein Bumerang. Huch, das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Im Sündenpfuhl. Mit Vergnügen. Ich hoffe, ich kriege darauf noch Antworten. Und nicht erst in Teil 3, das dann irgendwann 2030 oder so rauskommt. Hey, Cloud.
ist denn los? Ach, nichts. Er ist so grummelig, dieser Grummelbär. Die Blumen standen für ein Wiedersehen. Okay. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt. Okay. Sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Bezüge... Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Habe ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Na, wenn das so ist, dann machen wir das natürlich auch. Aber ich bin schon neugierig, was im Wallmarkt ist. Ja, bin ich wirklich. Ihr kennt den Beagle. Aber ich kann hier doch nicht Nein sagen. Das ist so schlimm, ich kann einfach nie Nein sagen. Das ist auch mein Problem mit Cyberpunk gewesen, weswegen ich River nicht mehr losgeworden bin. Obwohl ich doch meine Judy hatte. Also hat die ja sehr wohl mitbekommen, was ihre Mutter zu mir gesagt hat. Ich erkenne unglaublich viele Spielelemente aus Final Fantasy 16 wieder. Ich finde es halt witzig, dass man bei Final Fantasy 7 gesagt hat, die unglaublich der Platte geil. Hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, hä? Aber bei. Wow, wow, wow. 16 war das ja das größte Manko des Spiels. Es ist nur Bettenmashing. Aber was ist das denn hier dann angeblich, wenn es nur Betten. Nein, weder Final Fantasy 7 noch 16 ist Bettenmashing. Nicht meine Schuld. Also kann es sein, wenn ich nur nichts anderes benutze. Gebe ich zu, aber mache ich ja nicht. Verbrennen. Ja, sehr gut. Bring die Fitte auf. Okay. Na dann. Was ist das? Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? Naja, süß würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber gut. So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Ja. Aha. Erstmal hier. Hier lang, hier lang! Das muss ja so gehen. Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Oh, okay. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Ja.
wie das geht. Easy going. Nee. Wo will sie denn hin? Nicht so recht, wo sie hin möchte. Ah, okay. Madame konnte komm, nicht springen. Ich hab's gleich. Einen Moment noch. Ich lass dir die Leiter runter. Und geschafft. Ohne sie wären wir auch gar nicht hier durchgekommen. Nanu? Ach, egal. Aber so darf's weitergehen. Ach, Cloud, wirklich? Warte. Oh, no. Er ist aufgewacht. Ja, aber das macht nichts. Sie gehen eigentlich recht easy going. Könnt ihr immer. Hier. Da sind wir schon. Ah. Cloud? Ich wollte gerade sagen, warum willst du da nicht durch? Alle Meister. Hinter mir irgendwas? Nee. Da kommt nur Iris angerannt. Oh. Also Tifa hat sich bestimmt das ist mein Job. Super viele Sorgen gemacht und ich habe mir hier richtig gut gehen lassen. Ja, ja. Materiestücke. Auto wieder. Falsch. Hier. Oben oder unten rum? Oben oder unten rum? Schau mal kurz oben. Oben also. Dann muss ich jetzt einmal auch unten schauen. Moment! Iris, ich muss wissen, was ich verpasse. Weiß ich überhaupt irgendwas? Hier kommen wir nicht weiter. Aber da ist ein Behältnis. Ein Megatrank. Ist nicht schlecht. Hat sich gelohnt. Okay. Volle Konzentration. Ich bin bereit. Kleine Show gefällig. Wow. He destroyed himself. Alles im Griff. Okay. Aber er ist noch nicht erledigt. Überlass das mir. Mach auf mit. Es ist voll dran. Yay. Alles für den Megatrank. Hat euch nichts gebracht, euch zu zerstören. Aber warte mal. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Ui. Okay.
soll ich damit hin? Ah, okay. Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Ja. Yeah. Hä? Hände abklatschen? Ach, Cloud, ehrlich? Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheucht mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, Moment, ich muss was machen. Ja, sehr gut, Cloud! Ja, sehr gut. So. Sie wollte wieder runtergehen und dann... Ja... Ich hätte den Container auch woanders hinsetzen können. Okay, so langsam habe ich den Dreh aber raus. Ach so, okay. So, ich muss sie runterlassen, damit sie das holt. Einen Moment noch. Geschafft! Aber warum? Moment. Wir gucken mal, was hier ist. Hier ist soweit doch gar nichts mehr, oder? Cloud! Ich glaube, das war's. Ich wusste nicht, dass sie das aufnehmen muss. Ich dachte, das geht so, dass ich das da dran komme. Ach, jetzt darf ich sie ohne zu meckern absetzen. Okay. Und stopp! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Dass er die Leiter nur so langsam runterklettern kann. Manche Leitern kann er so rutschen und andere wieder nicht. Na gut. Sonst ist hier soweit auch nichts. Cloud, hier lang, hier lang! Zusammenarbeit. Wir sind schon in Kapitel 9. Ich meine, gesehen zu haben. Was ist das denn? Moment, Iris, Moment. Cloud, bitte nicht so schnell! Ist gut. Eine Ratti. Aber ich will wissen, was hier ist. Aber jetzt geht doch schnell, oder? Okay. Was ist das hier für ein Geheimgang? Ist das der Weg, zu dem ich gehen muss? Oder ist es ein geheimer anderer Weg? Das sieht ein bisschen aus wie Giftwasser. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Oder bin ich jetzt aus Versehen den richtigen Weg gegangen? Ist hier jemand? Wirkt verlassen. Hm. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzuwühlen?
Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Ja. Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist, also, na, du weißt schon, oder nicht? Genau! Kompensieren ist, also, du weißt schon, also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd? Die tragen doch gar keine Hemden. Voll Depp. Das ist so eine Art von, Die sind so... Eine Kompensation! Oh. Ach so, genau, du meinst, das ist ein Topfer? Der Germanist in mir ist gerade gestorben. Was für Idioten. Der Germanist in mir ist gerade sowas von gestorben. Blau? Es sieht aus. Bewegt euch! Wir sind tot. Mausetot. Hält bestimmt nicht auf. Ganz sicher nicht. Okay. Also bin ich ja anscheinend doch den richtigen Weg gegangen. Naja, was soll's. Schade! Einfach nicht bewegen. Ja, gut. Ja. Teilt mir das. Jetzt oder nie! Wir türmen! Hey! Haut doch nicht ohne mich ab! Ist ja gar nichts. Nee. Doch. Ja, nein, vielleicht. Ah, okay. Das waren irgendwie die drei Trottel vom Dienst, ne? Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Weil... Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Das ist gelogen. Ach so. Oder erinnert er sich nicht daran? Oho, wer seid ihr denn? Gutes Timing! Sie versuchen es aber auch immer wieder, ne? Mein Einsatz. Verschwende. Billos, ey, das war schlecht. Schon wieder die Hand. Oh. So viel. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Ja, bestimmt. Aber lass mich mal kurz mal was gucken. Ich kann den immer einen ganzen Kreis drehen. Jetzt kann ich runter.
aufnehmen. Tifa macht sich bestimmt so Sorgen. Naja. Absetzen. Einfach irgendwo im Nirgendwo. Frage ist, wo soll sie hin? Warte mal, ich probiere mal was. Geht das? Okay, warte. Ups. She doesn't care. Okay. Warte mal, kann ich sie aufheben von da? Nö. Hey! Aufnehmen. Entschuldigung. Ich hätte Iris schon fast vorher getötet. So, jetzt aber. Setz ich sie mal hier ab. Ich weiß nicht, ob es das ist, was sie wollen, aber ich probiere es. Ich kann das irgendwo hier hinpacken. Wo kann ich es nicht hinpacken? Nirgendwo. Okay, ich bin verwirrt, Leute. Ich bin jetzt auch voll am Überziehen, deswegen. Das ist belastend. Ja. Ich den Greifer wechseln. Ich versuche mal was. So. Geht das? Und dann? Okay, dann will ich nach unten und... Cloud! Ja, bin dabei. Ich glaube, ich hab's jetzt. Auch wenn ich dafür 10 Minuten länger gemacht habe. Irgendwie finde ich dieses Minigame echt ein bisschen bescheiden.
Gewehr wechseln. Aufnehmen. Absetzen. Reicht das? Oder kriegst du das nicht hin? Danke! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Okay, und nächste Folge gehen wir dann exakt zu dieser Leiter hin und folgen dem Weg weiter zu Sektor 7. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein!